Deine Zukunft in meinen Händen. Eine German Lit Stardew Fanfiction von Farrah Otex. Kapitel 14. In seinen Augen lag so viel Wut und gleichzeitig Verzweiflung, dass es mir die Sprache verschlug. Unruhig huschten sie zwischen Manu und mir hin und her, missbilligend zusammengekniffen, doch selbst auf die wenigen Meter Entfernung sah ich sein Kinn leicht beben. Was war mit ihm? Als er bemerkte, dass ich ihn beobachtete, wandte er sich sofort ab und starrte nur noch Löcher an seinen Tisch. Auch Alina hatte es mitbekommen und tätschelte ihm den Rücken. Was sie dabei sagte, konnte ich nicht verstehen. »Alles okay?« Manus verwundertes Gesicht schob sich zurück in mein Blickfeld und hastig blinzelte ich. »Ja, klar.« »Besorgt dich etwas?« »Alles gut«, log ich schnell. Das würde ich nachher mit ihm alleine klären müssen. Unser neuer Kumpel hatte damit nichts zu schaffen und sollte nicht denken, dass wir ihn insgeheim nicht bei uns haben wollten. Doch natürlich drehte er sich jetzt um und sah, wie niedergeschlagen Micha an seinem Platz saß. Jetzt war auch das letzte bisschen guter Laune von eben verschwunden. Oh, ich schätze, das ist wegen mir. Ich will nicht zwischen euch stehen. Wirklich nicht. Ich griff nach seiner Schulter, damit er wieder mich ansah. »Stehst du nicht? Er war schon die ganze letzte Zeit etwas seltsam drauf. Bitte denk nicht, dass es deine Schuld ist.« Eine gefühlt sehr lange Zeit schaute er mich noch äußerst skeptisch an. Dann stieß er jedoch seine angestaute Luft aus und lächelte wieder leicht. »Na gut, ich versuche es.« Kurz darauf hetzte unsere Lehrerin in die Klasse und begann den Unterricht. Während der gesamten Stunde arbeiteten wir stumm und sprachen nicht einmal mehr ein Wort miteinander. »Wir hatten uns überlegt, dass wir dir die Stadt zeigen könnten. Du warst bestimmt noch nicht überall, seit du hergezogen bist, und du musst unbedingt dieses leckere Eis kosten. Kommst du mit?« Manu wirkte ein wenig überfordert, als Olli ihm einen Arm um die mageren Schultern schlang. Aber er nickte dann und wurde quasi schon von dem muskulöseren Energiebündel mitgeschleift. Alina gesellte sich zu den beiden an die Spitze unserer Gruppe. Erik lief mit in den Jackentaschen vergrabenen Händen im kurzen Abstand hinter ihnen her, und Micha und ich folgten ihnen als Schlusslichter. Mein Kumpel sah mittlerweile wieder gefasster aus, aber wer wusste schon, wann er vielleicht wieder so biestig wurde. Ich musste das dringend mit ihm klären, und zwar jetzt. »Was war mit dir vorhin los? Du hast so komisch geguckt.« Er schien erst jetzt zu realisieren, dass ich neben ihm herging, wartete innerlich zerrissen mit seiner Antwort und seufzte dann. »Alles gut. Ich weiß es jetzt nicht mehr so recht.« Er war ein furchtbarer Lügner. Also setzte ich ihm weiter die Pistole auf die Brust. »War es wegen Manu? Wir sitzen jetzt nochmal nebeneinander und bitte denk daran, was wir als Aufgabe bekommen haben. Ich kann dich immer noch super leiden und daran will sich niemals etwas ändern. Okay?« »Das weiß ich doch. Es ist okay.« »Na los, geh schon vor und red mit ihm. Ich bin sowieso nicht gut für dich«, stieß er plötzlich aus. Nicht laut, aber so endgültig, dass ich kurz stoppte und meine Augen weit aufriss. Bist du etwa eifersüchtig auf ihn? Micha, wenn ich nichts für ihn tue, dann stirbt er auch hier. Wir haben die Möglichkeit, etwas zu verändern und du stellst mich für so eine Wahl? Mein Blick flog kurz zum Rest, ob sie etwas von unserer Unterhaltung mitbekommen hatten. Aber es schien nicht so. Sie unterhielten sich noch und lachten gerade laut über einen Witz oder etwas anderes. Micha biss sich auf die Unterlippe und wusste nicht, was er tun oder wohin er schauen sollte. »So meinte ich das nicht. Es ist nur...« Er seufzte und zupfte sich an seinem Oberteil herum. »Es ist nur...« hakte ich nach. Er schluckte schwer und holte einmal tief Luft. »Ich brauche etwas Zeit alleine. Kümmere du dich um Manuel, ja? Ich komme auch alleine klar.« Seine Worte taten weh. Warum verstand er denn nicht, wie schwer es mir schon ohne seinen Einwurf war, alles richtig zu machen? Überwältigt von meinen Gefühlen lief ich los, weg von Michas Seite an Erik vorbei und nach vorne zu Alina. Mittlerweile waren wir im nahen Park angelangt und ich konnte Manu staunend sehen, während er sich umschaute. »Gibt es ein Essen etwa gar keine Parks mehr?« spittelte Olli ihm grinsend zu und verlegen schlug er die Augen nieder. »Doch, aber nicht so«,
Wir haben nur kleine Wiesen mit Parkbänken und Bäumen in der Innenstadt. Keine Teiche oder Pavillons. Es ist hier irgendwie friedlicher. Nicht so laut und hektisch. Da konntest du nie wirklich alleine sein. Immer waren andere mit ihren Hunden oder Kindern da. Er lächelte beschämt, als wir ihn etwas erstaunt ansahen. Aber dann hatte eine Entenfamilie, die aus dem Landdickicht Richtung Wasser watschelte, seine Aufmerksamkeit wieder erhascht. Während er sich auf die Geländerstreben des kleinen Stegs stützte und sie fasziniert betrachtete, zog sich der Rest auf die nahe Wiese zurück, breiteten ihre Jacken aus und schwatzten und aßen zusammen ihr Schulbrot. Nur ich war noch bei Manu stehen geblieben und dachte mit leicht düsterem Gesicht über meine Auseinandersetzung mit Micha nach. Wie sollte ich nur alles gleichzeitig unter einen Hut bekommen? Kapitel 15. Dado, hast du etwas auf dem Herzen? Ich blinzelte Manu an. Soll man das tatsächlich so offensichtlich? Hab ich. Aber das ist halb so wild, antwortete ich schließlich im Glauben, er würde nicht weiter nachbohren. Aber da hatte ich ihn deutlich unterschätzt. Bist du dir sicher? Du kannst es ruhig erzählen, wenn dich etwas belastet. Es soll gut, solche Sachen loszuwerden, und ich werde es bestimmt auch niemandem weiterverraten. Ich war ehrlich gesagt erstaunt. Er machte sich wirklich Gedanken um mich. Das war nett von ihm, obwohl wir uns erst seit so kurzer Zeit kannten und kaum Kontakt zueinander hatten. Langsam verstand ich, warum er auch schon meinem zukünftigen Ich so kostbar war. Na gut, also, es ist kein Geheimnis, nur ich habe mich vorhin mit Micha gestritten. So heftig war es noch nie gewesen, deshalb beschäftigt es mich so sehr. Manu nickte verstehend, schaute kurz unauffällig hinter sich zu den anderen und setzte ein nachdenkliches Gesicht auf. Seid ihr gut miteinander befreundet? Er ist mein bester Freund, aber er benimmt sich oft total komisch. Ab und zu ist er schon wegen Kleinigkeiten wütend auf mich und dann manchmal extrem überfürsorglich. Und worüber habt ihr gestritten? Wollte Manu weiter wissen. Das konnte ich ihm schlecht sagen, ohne ihm wieder das Gefühl zu geben, er wäre bei uns unerwünscht. Also stotterte ich, wegen Kleinigkeiten, in denen wir verschiedener Meinung waren. Mein Gegenüber setzte ein aufmunterndes Lächeln auf. Na also, wenn es nur Kleinigkeiten waren, dann werdet ihr euch bestimmt schon bald wieder vertragen. Er zögerte noch kurz und rang scheinbar mit sich selbst, ehe er bemüht nebensächlich noch weiter nachstocherte. Hast du schon mal mit ihm darüber gesprochen, wenn dich seine Stimmungsschwankungen stören? Wahrheitsgetreu verneinte ich. Wieso denn nicht? Naja, schadet doch niemandem. Die anderen kommen auch mit seiner Art klar, und bevor er sich für mich verbiegen muss, kommt, Leute! Wir sollten weiter. Lassen wir die beiden Turteltäubchen da doch ein wenig für sich alleine. Micha war aufgestanden, die Hände in den Taschen vergraben und spornte die anderen zum Weiterziehen an. Verwirrt folgten sie ihm, aber nicht ohne uns doch mal hinterher zu blicken. Meine Wangen liefen währenddessen feuerrot an. Turteltäubchen? Hatte der Blödmann etwa vollkommen den Verstand verloren? Und warum ließ er uns jetzt auch noch zurück? Sollten wir ihm besser schnell folgen? Oder noch hier im Park bleiben? Denn gerade jetzt war es echt richtig schön hier. Manu war durch den fiesen Kommentar ebenfalls blässlich rosa um die Nase geworden. Wollen wir noch ein wenig Zeit hier verbringen? Fragte ich ihn etwas schüchtern und er nickte erleichtert, als ich nichts zu Michas letzten Worte sagte. Aber so war er halt manchmal. Große Klappe und ohne sich einen Kopf darum zu machen, was er da eigentlich sagte. Du wurdest unterbrochen. Was wolltest du noch sagen? Knüpfte er irgendwann wieder an vorhin an und ich seufzte. Das war's eigentlich schon. Nur wegen mir verlange ich nicht von ihm, dass er das lassen soll. Ich meine, es ist ja auch witzig. Findest du? Ja, manchmal halt schon, verteidigte ich meine Aussage. Dado? Manus Gesichtsausdruck war ernst geworden. Fragend schaute ich ihn an. Ich hab dich heute ein wenig beobachtet. Du bist ziemlich zurückhaltend, richtig? Aber du musst aufpassen, dass du nicht dein eigenes Wohl dabei vergisst. Denn wenn du es tust, werden sie es irgendwann ebenfalls tun, weil sie es nicht besser wissen und denken, dass es dir gut geht, obwohl in Wirklichkeit gar nichts in Ordnung ist. Es ist nicht schlimm, wenn du Micha darauf ansprichst. Schlimm ist es nur, wenn er sich nicht für dich ändern will, weil es so bequemer für ihn ist.
Ohne dass ich ihn kritisieren möchte, natürlich. Manu brach ab, lächelte kurz entschuldigend und sah dann wieder zu den Entenküken, die jetzt vergnügt im Wasser planschten und ihre Mutter beim Tauchen nachahmten. Aber ich konnte plötzlich meine Augen nicht mehr von ihm nehmen. Das hatte er bemerkt. An nur einem Tag? Das war... wow. Und dann dachte er auch ähnlich wie ich, nur dass es mir sehr schwierig fallen würde, seine Worte auch umzusetzen. Sonst hätte ich es schließlich schon längst getan. Doch allein die Tatsache, dass er es mit mir darüber gesprochen hatte, machte mich irgendwie wahnsinnig glücklich. Ich würde ihm es wieder zurückgeben. Ganz sicher. Das ist wirklich nett von dir, Mann. Ich werde dran denken. Der Junge lächelte und fuhr sich verlegen durch die Haare. Dabei fielen mir plötzlich einige Kratzer an seinem Arm auf. Die waren da am Donnerstag noch nicht gewesen, wenn ich mich richtig erinnerte. Entschlossen, mich für seine präzise Beobachtung und Besorgnis zu revanchieren, legte ich meinen Kopf schief, griff nach seinem Pulloverärmel und dirigierte ihn vorsichtig zu mir. »Hast du dich da verletzt?« Er zuckte ganz schrecklich zusammen, als ich »verletzt« sagte, schaute auf die roten Linien, als sähe er sie gerade zum ersten Mal, und nickte dann vorsichtig. »Ist aber nur halb so schlimm, wie es aussieht. Es verheilt sogar schon wieder. Die sind ja alle total gerade.« »Du hast dich nicht aufgeschürft, oder? Habt ihr ein Haustier?« tastete ich mich weiter und Manu nickte hastig. »Ja, genau, haben wir. Eine Katze. Normalerweise ist sie ruhig und lieb, aber ich bin ihr am Wochenende versehentlich auf den Schwanz getreten. Das mochte sie gar nicht.« Er war knallrot im Gesicht und beobachtete mich genau, als ich hastig meinen Rucksack durchkramte, eine kleine Tasche herausnahm und sie öffnete. »Du Armer. Aber zum Glück habe ich dafür genau das Richtige dabei.« Manu begann plötzlich zu lachen, als ich Wundcreme und Pflaster daraus hervorzauberte und grinsend in die Höhe hielt. Ein riesiges Gewicht schien dabei von seinem Herzen zu fallen, und er ließ sich bereitwillig von mir verarzten. »Hat die Katze dich noch woanders erwischt oder nur da?« fragte ich, als alle Katzen versorgt waren, aber der Brünette verneinte. »Nur da. Ich wollte sie streicheln als Entschuldigung. Ich kann echt selbst nicht glauben, wie blöd das von mir war.« Ich kicherte, packte das Verbandzeug wieder ein und schulterte meine Tasche. Dann standen wir erneut nebeneinander an dem leicht morschen Geländer und schwiegen. Aber nicht so unangenehm wie heute noch in der Schule, sondern mit einer positiven Atmosphäre in der Luft. Ich hatte Manu etwas Gutes getan und hoffentlich schon ein kleines bisschen seiner Zukunft zum Besseren gewendet. Und ich wusste nun, dass ich auf meinen neuen Kumpel zählen konnte. Und er genau wie ich ein wenig auf mich aufpasste. Kapitel 16. Was machst du eigentlich so in deiner Freizeit, Dado? Wir waren auf dem Weg nach Hause. Ich hatte noch mein Fahrrad von der Schule geholt und Manu hatte angefangen, mich währenddessen mit Fragen zu löchern. Ich zögerte. Zocken. Ich habe zwar nicht so viele Spiele und kein besonders tollen PC, aber mir reicht, was ich habe. »Das passt ja schon mal. Ich zock auch gerne. Und wenn du mal nicht zockst?« Manu grinste mich an und wartete auf meine Antwort. Nur ehrlich gesagt fiel mir nichts ein. Ich kam von der Schule nach Hause, machte meine Hausaufgaben, half dann im Haushalt mit und lernte am Abend. Ich hatte schon Glück, wenn eine Stunde für meinen Computer übrig blieb. Aber mich hatte das nie gestört. Ich hatte mich dadurch nie unvollständig oder gelangweilt gefühlt. Es war halt schon immer so gewesen. Was auch der Grund war, weshalb ich zögerte. »Dann... kochen?« piepste ich beinahe beschämt und sank noch tiefer in mich zusammen, als Manu plötzlich lachte. »Entschuldigung, das kam nur so unerwartet. Kochen ist also dein anderes Hobby.« »Naja, also, stammelte ich. »Nicht wirklich, natürlich. Ich kann zwar richtig gute Gemüsepfannen machen, aber... Bitte erzähl das nicht weiter, das ist mir peinlich.« Eine Hand tätschelte mir aufmunternd auf die Schulter und brachte mich dazu, mich wieder aufzurichten. Mein Kumpel lächelte breit. »Braucht es dir aber gar nicht zu sein. Ich bin eine Katastrophe beim Kochen. Nicht einmal Omelettes kann ich richtig zubereiten. Dagegen schmeckt dir eins bestimmt wie von Engeln zubereitet, und das muss dir doch wirklich nicht peinlich sein.« Trotzdem war es mir noch leicht unangenehm. Andere hätten mich an dieser Stelle ausgelacht. Als Junge kochen können. Aber Manu drehte wieder alles so zurecht, dass tatsächlich auch ein Funke von Stolz in mir aufstieg.
Ach, Quatsch. Omelette kriegst du sicher auch hin. Ist doch ganz leicht, versuchte ich ihn nun meinerseits aufzumuntern. Aber er schüttelte den Kopf. Vergiss es. Ich hätte beinahe unsere alte Küche im Brand gesteckt dabei. Meine Mom lässt mich nicht einmal mehr in die Nähe vom Herd. Aber... Seine Stimme senkte sich und ich schaute fragend zu ihm. Ich würde gerne wissen, wie lecker dein Essen schmeckt. Vielleicht ergibt sich ja mal was. Wenn du möchtest, natürlich nur. Gerne, meinte ich, während ich innerlich jubelte. Und wollte er damit sagen, dass er mich gerne mal nach der Schule besuchen kommen wollte? Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Bist du weiter geradeaus, Dado? Ja, du nicht? Nein, ich muss hier nach rechts. Dann tschüss, Dado. Bis morgen, verabschiedete Manu sich. Bis morgen, rief ich auch ihm noch hinterher. Dann schwang ich mich auf mein Fahrrad und fuhr den letzten Teil der Strecke. Das hieß, er konnte nicht so unendlich weit von mir entfernt wohnen, oder? Höchstens 1 bis 2 Kilometer. Ein Klacks mit dem Rad, wenn es nötig sein sollte. Und plötzlich fiel mir siebenteils ein, woran ich den ganzen Tag lang nicht wirklich gedacht hatte. Die Briefe. Am Abend lag ich auf meinem Bett mit verschlossener Tür und dem Brief von heute in meinen Händen. Irgendetwas stimmte nicht. Hier stand, dass Manu immer noch nicht wieder zur Schule kam. Und dass es ein ganz normaler Tag ohne besondere Vorkommnisse gewesen sein sollte. Aber das entsprach ja so absolut gar nicht bei der Realität. Heute war alles andere als gewöhnlich gewesen. Und als ich den Zettel vom Morgen heranzog, staunte ich noch mehr. Manu wird heute wieder in die Schule kommen. Wir nehmen ihn in unseren Freundeskreis auf und zeigen ihm am Nachmittag die Stadt. Ich habe dabei Wunden an seinem Arm entdeckt, sie aber nicht hinterfragt und im Park mit meinem Erste-Hilfe-Sachen versorgt. Ich bitte dich, ihn zu fragen, woher die Kratzer kommen. Zumindest, wenn du auch welche findest. Versuche, ein wenig mehr über ihn herauszufinden. Du schaffst das, Maurice. Was war passiert? Der Brief, der für morgen adressiert war, hatte sich in Wirklichkeit heute erfüllt. Mein Zukunfts-Ich hatte sich doch wohl hoffentlich nicht um Datum geirrt. Und es fehlte ja auch eine ganze Menge, das ich aber sicherlich auch aufgeschrieben hätte. Dass Manu sich einen Spitznamen für mich ausgedacht hatte zum Beispiel. Oder Michas und mein Streit. War das etwa davor nie geschehen? Dann war unsere Gegenwart also bereits verschieden. Wir hatten etwas ändern können und Manu war einen Schritt weiter von seinem drohenden Schicksal entfernt. Wir hatten es tatsächlich geschafft, obwohl es erst so unmöglich gewirkt hatte. Und ich hatte heute alles richtig gemacht, sogar ohne eine Anleitung von meinem Schreiber. Das spendete mir echte Zuversicht und glücklich grinste ich an meine Zimmerdecke. Ich würde Manu retten können. Hello. Ja, heute ausnahmsweise eine Abmoderation. Zum einen, weil ich kurz anmerken will, dass ich jetzt ein Drittel davon, gar nicht, zwei Drittel davon nochmal neu aufgenommen habe, denn eigentlich, na, gar nicht. Hä? Ach, lol. Jedenfalls, dass ich halt einen Teil davon nochmal neu aufgenommen habe, das letzte Kapitel jetzt nochmal weggelassen habe. Denn ich habe mir so gedacht, komm, du hast zwar schon vor einer Weile das aufgenommen, schon so über einen Monat her, aber dein Laptop ist gerade hier bei dir in der Küche, du bist schon viel zu früh wach für deine Verhältnisse, dein Mikrofon steht hier auch, welch Zufall. Nimmst du das nochmal auf, aber halt mit deinem Laptop. Aber das Setting ist drauf, ist ja alles gut. Ja gut, dann mache ich so gerade die Abmoderation und dann merke ich so, das Mikrofon, das soll eingestellt, das ist nicht meins. Da steht nicht No Sonic. Das steht da nicht. Da stand einfach, weiß nicht, wie auch immer das heißt, das immer im Laptop drin ist. Ist zwar gar nicht mal so kacke, aber glaube ich nicht geeignet für ein Let's Read. Aber der eigentliche Grund für eine Abmoderation ist, dass demnächst ein Video mit einer Altersbeschränkung hochgeladen wird. Hallo, riesiges Fliegetier. Hast du einen Stachel? Sorry. Und naja, da soll man sich halt nicht wundern oder so, denn meine Güte, ich rede über nichts Schlimmes. Also ich rede jetzt nicht über irgendetwas, was jeder schon mal davon gehört hat, vor allem Leute, die auf Wattpad unterwegs sind. Nein, das ist nichts Sexuelles. Ja, ich weiß, Wattpad besteht zu 75% darauf. Es ist eher was Suizidales, denn es geht um Tote mit die Lügen nicht. Ende der Staffel 1, weil
Ich weiß ja nicht, wie viele das gesehen haben oder das mitbekommen haben, da eine Szene rausgeschnitten wurde. Und da rede ich ein bisschen über die Unsinnigkeit davon. Das Ding ist an und für sich, laut Netflix ist Tote Mädchen lügen nicht ab 16. Hin und wieder hieß es, ja, ist es nicht ab 12 oder so? Aber spätestens, wenn ich die Tags einstelle, die halt eben auch zum Beispiel den Begriff Selbstmord beinhalten werden, weil die Serie sich darum dreht. Großer Spoiler, ich weiß, sie stirbt. Nee, gar nicht, sie ist schon tot. Also, das dreht sich halt darum. Natürlich packe ich das auch in die Text rein. Und ja, da rege ich mich vielleicht ein bisschen darüber auf, dass das einfach nicht mehr damit dran ist. Also, dass wir halt die Szene rausgeschnitten haben. Und damit YouTube mich nicht fickt, mache ich das halt bei einer Altersbeschränkung. Ich weiß nicht, ob man ein bestimmtes Alter angeben kann. Theoretisch kann ich einfach auf 16 stellen, wenn man das kann. Aber ich glaube, das wird automatisch dann auf 18 oder so gestellt. Keine Ahnung. Ja, also ich weiß halt nicht, wie alt die Seiten generell, wie gesagt, ich will keinen Streit mit YouTube haben. Generell, ich verstehe auch nicht, warum die davon reden, dass die sich vorbehalten, Videos zu monetarisieren, obwohl man selbst das gar nicht machen kann. Also da halt Werbung zu schalten. Ich denke mir halt nur so, ey, ich will keine Werbung bei meinen Videos haben, wenn ich damit gar nichts verdiene. Sollen die Scheiße. Bitte gebt Bescheid, sollte da jemals Werbung sein. Denn ich habe mir durchgelesen, was ihr geändert habt. Ich habe es mir durchgelesen. Zumindest teilweise. Und ja. Also, nicht wundern. Also, ich rede über nichts Schlimmes, okay, weil es heißt nichts Schlimmes, ne? Aber im Sinne von über nichts, über das man nicht reden darf. Weiß ich nicht. Also, ja. Und das kommt entweder in der kommenden Woche oder in der darauffolgenden. Weiß ich nicht, je nachdem, wie müde ich bin. Und ja. Gut, dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik da. Schaut bei Flerotix vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.